Eins, zwei, drei. So, wenn man mehrere Hunde hat, sieht man so ein bisschen aus wie ein Tannenbaum. Ne? Hier ein Täschchen, da ein Täschchen, hier ein Tütchen, da ein Leckerchen. In diesem Video wollte ich über ein und mehrere Hundehaltung sprechen, die Vor- und Nachteile. Das war mein erster Hund, das ist die Lisha. Das ist mein zweiter, ist die Kira. Und hier, das ist die Elfi, da dahinter, das ist mein dritter Hund. Mehrere Hunde zu halten ist schön. Sie haben sich gegenseitig, sie können miteinander spielen, sie haben viel Freude, werden geistig, körperlich gefordert, können so richtig Hund sein, ne? Weil mit anderen Hunden kann man so richtig Hund sein. Es gibt viele, viele positive Seiten. Der Spaßfaktor ist hoch mit drei Hunden. Das, was sie sich gegenseitig bieten, kann ein Mensch nicht bieten. Du bist so jeckig. Sie sind lustig. Auf jeden Fall ist es lustiger alles. Ja, Schauspielerin, du. Schauspiel, wie ich aussehe. Wie ich aussehe. Na, okay. Elfi. Auf jeden Fall die Eitelkeit und so, ne? Die muss man dann weglegen, weil man sieht irgendwann mal ja so aus. Und dann muss man das Ganze einfach mal... Also ich laufe den ganzen Tag in Hundeklamotten rum. Und ich fühle mich auch wohl so. Richtig schmuddelig voller Haare. Mehrere Hunde sind was Wunderbares. Dann ist jeder von ihnen ein Unikat mit besonderen Eigenschaften. Beispiel von mir, Kira singt gerne, Elfi springt einem in die Arme und Lisha kann richtig lächeln. Manchmal kann man davon nicht genug kriegen. Was? Wie siehst du denn aus? Wie siehst du da aus? Hier, Mädchen, hier. Aber bedenke, mehr Hundehaltung hat nicht nur positive Seiten. Es bedeutet auf jeden Fall mehr Arbeit für den Menschen. Und die Einstellung, man geht ja eh Gassi, dann wäre es egal ob zwei oder mehr, wäre der gleiche Aufwand, stimmt meiner Meinung nach nicht so ganz zu. Jeder Hund hat unterschiedliche Bedürfnisse aufgrund der Rasse, des Alters, des gesundheitlichen Zustandes. Beispiel von mir, Lisha hat Arthrose und Herzerkrankung. Also sollte sie nicht allzu große Wanderungen machen, lieber öfters kleine. Elfi ist noch nicht ganz ausgewachsen und um die Gelenke nicht zu sehr zu belasten aufgrund des Wachstums, tritt es bei ihr auch zu. Kira ist 7 Jahre alt, im besten Alter und braucht mehr Auslastung. Und bitte sich selbst nicht vernachlässigen und die eigenen Bedürfnisse nicht außer Acht lassen, sonst wird man ungenießbar. Und sehr wichtig finde ich es, dass noch jeder Hund auch mal alleine was mit dem Menschen unternehmen sollte. Sie genießen die volle Aufmerksamkeit sehr, sind danach sehr dankbar und zufrieden. Wenn man einen Hund schon hat und überlegt, sich einen zweiten zu holen, sollte dieser schon am besten erzogen sein. Dann hat man es mit dem neuen wesentlich einfacher. Die Hunde gucken sich nämlich Positives, aber auch viel Blödsinn ab. Wenn man wegfahren will, ist ein Hund einfacher unterzubringen. Mit zwei und mehr wird es schwieriger. Auch Spaziergänge sind mit einem Hund entspannter. Bei zwei oder mehr muss man aufmerksamer sein. Sie könnten geradläufig sein, Aas fressen, jagen gehen. Und an der Leine hat man auch schließlich auch nur zwei Arme. Wie oft wünschte ich mir mehr.
Am Faktor Zeit, Platz und Geld sollte es keinesfalls mangeln. Aber ich hoffe, das ist klar, bevor man sich Hunde anschafft. Manchen wird das erst im Nachhinein klar und zu blöd, wenn Hunde deswegen im Tierheim landen müssen. Bedenke, ein Hund kann auch krank werden. Dann ist es vom Vorteil, man arbeitet nicht, hat einen Garten, wo der Hund sich nachts mit Durchfall schnell entleeren kann. Genug auf dem Bankkonto, um den Tierarztversicherungen, Steuern, Futter, das neue Auto mit der Hundebox bezahlen zu können. Außerdem ist wichtig, dass jeder Hund genügend Platz für sich zum Ausruhen hat, denn wir wollen schließlich entspannte Hunde. Auch ein eigener Futternapf mit genug Distanz zu anderen sollte drin sein. Jeder sollte seinen Namen kennen und wissen, wann er gemeint ist. Das schützt vor Chaos im Rudel. Und wir wollen ja nicht alle gleichzeitig ansprechen und mit allen gleichzeitig trainieren. So, das sind ein paar Punkte von vielen. Je besser eine Anschaffung überlegt ist, umso stressfreier hinterher. Also viel Freude mit euren Wauzis.